Shalom, 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 shalom an alle und herzlich willkommen in eurer Sendung Der Hannenschrei. Der Herr sei gelobt. Wir sind direkt geschaltet auf TV und Radio de Vie. Der Herr begleite uns und seine Gnade laufe noch über unser Leben im Namen Jehoshuas, unseres Adon, unseres Retters. Es ist 19:30 Uhr am Dienstag, den 21. Dezember. Heiliger Vater, danke für das Evangelium, danke für dein Wort, danke für das Evangelium, danke für das Wort in unserem Herzen. Die Männer und Frauen brauchen dich, Herr, wir alle brauchen dich und deine Hilfe. Im Namen Jehoshuas. Amen. Der Name Maschias sei gelobt. Ihr seid heute wieder zahlreich, die ihr diese Live-Sendung verfolgt. Shalom an euch alle. Shalom an alle Kinder Eloas. Wir sprechen heute über den großen feuerroten Drachen, über den die Heilige Schrift spricht, weil wir nämlich denken, dass wir in einer Epoche leben, in der dieses Tier wahnsinnig operiert, herrscht. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, die wir uns Christen nennen, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir uns befinden. Wir wollen nicht lange zögern, sondern nehmen gleich das Wort. Die Bibel lügt nicht. Und wir schlagen die Offenbarung auf, und zwar Kapitel 12, Vers 11, Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Elohim und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Elohim bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage lang. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und die Reich, das Reich unseres Elohim und die Macht seines Maschias gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Elohim verklagte. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und der in ihnen wohnt, wehe der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der
Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Elohims halten und das Zeugnis Jehoschuas haben. Ja, die Heilige Schrift ist würdig, dass man ihr glaubt. Brüder, Schwestern, wir sind zur Zeit der Regierung dieses Drachen, des feuerroten Drachens. Er verführt, er führt in die Irre, er misshandelt, er tötet. Und diejenigen, die sich ihm entgegenstellen, die werden verfolgt. Und die Schriften identifizieren diesen feuerroten Drachen auch als Teufel, als Satan. Und wir sehen in den Schriften, dass sie vom Drachen sprechen. Das ist ein griechisches Wort, nein, ein hebräisches Wort, das mit Drachen übersetzt wird. Und dieses hebräische Wort bedeutet auch Schlange. Ich möchte euch jetzt erzählen von einem Traum, den ich vor einigen Wochen hatte. In diesem Traum sah ich im Weltraum, im Astralbereich, da sah ich einen riesigen Drachen. Und ich war sowas von erschüttert, dass ich so ein riesiges Tier sah. Und in diesem Traum war er so riesengroß, dass er praktisch fast alles bedeckte. Alles im Himmel, alles im Astralhimmel. Man konnte nicht einmal sehen, wo sein Schwanz endete. Sein Schwanz war sowas von lang. Dass dieser Schwanz alleine ganz einfach mehrere Galaxien zum Fall bringen kann. Ich sah mehrere Galaxien rund um seinen Schwanz herum. Zum Beispiel unsere Galaxie enthält laut Wissenschaftlern 400.000 Sterne, also Sonnen. Unsere Galaxie contient près de 400 Milliarden. Unsere Galaxie hat 400.000 Milliarden Sterne. Mes amis, presque 100.000 ans pour traverser. Und das Licht braucht ungefähr 100.000 Jahre, um unsere Galaxie zu durchqueren. So riesig ist diese Galaxie hier. Aber es gibt andere Galaxien, die noch viel größer sind. Stellt euch also vor, wie groß dieser Schwanz des Drachens ist, der ins Schwanken bringt Tausende von Galaxien. Deswegen sagt uns die Bibel, dass sein Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel fegt. Es ist riesiges Ausmaß. Die Sterne sind ja ein Symbol für die Engel. Als ich also sah,
wie dieser Drache sich im astralen Raum positionierte, wurde ich gewahr, dass viele, viele Christen eine Verfolgung erleben werden, wie sie noch nie vorher da war. Und in der Heiligen Schrift sagt man, dass dieser Drache erst gegen die Frau kämpfen wird. Die Frau, das ist ja bekanntlich Israel, das Volk Israel. Und dieses Volk wird geschüttelt. Und dann sagt uns die Bibel, dass dieses Tier, dieses Biest, dieses Kind attackieren wird oder möchte. Jeschua, das Kind der Frau. Und wir wissen ja, wie der Teufel Jeschua attackiert hat, wie er ihn verführt hat. In Matthäus 4 können wir von der Versuchung lesen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Jeschua gewonnen hat, dass er gesiegt hat. Dieser Drache wollte also erstmal dieses Kind Jeschua vom Weg abbringen, hat er nicht geschafft. Dann hat er die Frau attackiert, das Volk Israel. Und drittens sagt man im Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Elohims halten und das Zeugnis Jeschuas haben. Das sind die Christen. Die lauwarmen Christen sind nicht gemeint, weil das sind Christen, die die Gebote Jeschuas nicht halten. Aber die Leute, die versuchen, nach den Geboten des Herrn zu wandeln, diejenigen, die nicht ihr Zeug für Geld verkaufen, sondern ihre Lehren umsonst geben, diejenigen, die Pastoren und Evangelisten, die Händler sind und das Zeug verkaufen und Geschäfte machen mit dem Wort, sind vom Drachen geleitet. Wir sind in dieser Zeit, in der der Drache weiß, dass er keine Zeit mehr hat. Und er macht alles, um die meisten Leute zu verführen. Und die Bibel sagt, er führt Krieg. Dieses Wort, das der Herr hier benutzt, für das Wort Krieg. Voilà. Alors, on va cliquer sur guerre. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Wir klicken mal auf Krieg und schauen mal, was er ausspuckt. C'est une vraie guerre. Es geht um einen echten Krieg. Dans plusieurs endroits dans les écritures. Und in den Schriften findet man dieses Wort an unterschiedlichen Stellen. Par exemple, Jacques 4:1 nous dit, d'où Zum viennent les Beispiel guerres? Qu'on a traduit par lutte. Jakobus 4:1, da kommt das Wort Krieg auch vor, oder Schlacht. Es gibt also tatsächlich auch in den Christengemeinden Kriege und Schlachten. In Offenbarung 11:7 steht nämlich, und wenn sie, also die zwei Zeugen, ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Es gibt Leute, die von diesem feuerroten Drachen total besessen sind. Und es gibt so viele Tote auf der Welt. Und in Offenbarung 12 lesen wir, dass dieser feuerrote Drache gegen Michael und seine Engel Krieg führt, weil er nicht den Himmel verlassen möchte. Diese alte Schlange, dieser Teufel, dieser Satan ist dieser Drache.
Warum nennt man ihn eigentlich die alte Schlange? Er ist nämlich diese Schlange, die das erste Paar, dieses Paar verführt hatte. Und er hat seine Methoden nicht geändert und hat sich jetzt positioniert, um die Menschen zu verführen. Und das allererste Mal, wenn die Bibel über diese Schlange spricht, ist im Zusammenhang mit Adam und Eva. Die Schlange hat dieses Paar verführt zu essen. Und zwar eine Frucht zu essen, die verboten war. Und was wollte der Drache mit dem Herrn Jesus Jeschua machen? Er wollte auch, dass der Herr isst in der Wüste. Und wir sind in dieser Generation, in der der Feind die Menschen, die Christen essen lässt, und zwar falsche Lehren, falsche Dogmen. Ich möchte euch was sagen. O Herr, rette uns. Offenbarung, Apokalypsis, Kapitel 17. Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben hatten, und die Bewohner der Erde sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Hier spricht man von diesem Tier, von diesem Antichristen, dem Kind des Drachens, hat ebenso sieben Köpfe und zehn Hörner. Und Johannes hat hier in seiner Offenbarung eine prächtig gekleidete Frau gesehen. Die Frau war bekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Babylon die Große, die Mutter der Huren und Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großem Erstaunen. Es gibt also mehrere Systeme, in die die Menschen verwickelt sind, um die Menschen zu kontrollieren, um die Verfolgten zu zerstören. Denken wir doch mal an Hitler, der alles versucht hat, um die Juden auszulöschen vom Erdboden, das hebräische Volk. Die Geschichte wiederholt sich. Es gab schon lange vor Hitler andere Könige, zum Beispiel Nebukadnezar, der ebenso gegen die Hebräer gekämpft hat. Das war aber auch das Gericht des Herrn. Es gab auch zum Beispiel den Pharao. Also die Geschichte wiederholt sich. Zum Beispiel auch in Daniel Kapitel 3, Schadrach, Meschach und Abednego. Es gibt also diese Religionen, die von dem feuerroten Drachen institutionalisiert werden. Wie werden die Kinder des Herrn von diesem System verschluckt, weil diese Frau eine Hure ist, eine Prostituierte. Sie macht die Leute betrunken mit ihrem Wein der Unzucht. Und die Menschen sollten diesen Wein trinken, den Wein der Unzucht. Das bedeutet auch wieder viele Sachen. C'est terrible. Das ist schrecklich im Namen Jehoshua, unseres Herrn, unseres Retters. Dieser Drachen arbeitet
Er arbeitet. Et les premiers chrétiens und die ersten Christen, cette, die mit animal. Diesem Biest zu tun hatten, et, Paul parlait même de, d'avoir combattu contre, von denen contre, spricht auch Paulus. Paulus spricht davon, gegen die Tiere in Ephesus gekämpft zu haben. Zum Beispiel im Stadium, in der Christen auch kämpfen mussten gegen echte Tiere. Liebe Leute, als Christen müsst ihr Widerstand leisten gegen das Böse. In der Bibel steht, widersteht dem Teufel und er wird weg, also fliehen von euch. Gegen das Böse, gegen Ungerechtigkeit, gegen Sünde, gegen Vermischung, gegen Grausamkeiten, Gräuel. Man kann nicht Christ sein und kein Widerstandskämpfer sein. Wow, Herr, ich erfinde das. Man kann das alles nachvollziehen im Wort des Herrn. Wir schauen uns mal Jakobus an, oh, Seigneur, mon roi. Kapitel 4. Vers 7. Voilà. Et si on vérifie, on clique sur résister au diable. Und wir sehen uns, unterwerft euch nun Elohim, widersteht aber dem Teufel. Wow, être contre. Also, wenn wir auf Widerstehen draufklicken, résister, heißt sich entgegenstellen, gegen etwas sein. Wahnsinn. Wahnsinn. Terrible. Wahnsinn. Voilà. Donc, bien sûr, also, les chrétiens s'opposent die Christen widerstehen also zum Beispiel der Vergewaltigung. Sie widerstehen, sie stellen sich gegen Pädophilie. Les chrétiens s'opposent Widerstandskämpfer. Sie widerstehen der Lüge. Wenn ihr vom Herrn berührt werdet, seid ihr Widerstandskämpfer bis zum Ende eures Erdenlebens. Denn dieser feuerrote Drache möchte uns seine Sachen aufzwingen. Schaut mal. Der Christ ist nicht einer, der sich einfach umschlingen lässt vom Bösen, sondern er ist derjenige, der sagt, das Wort Elohims ist klar, da steht, du sollst nicht töten, ich werde nicht töten. Notre résistance n'est pas une résistance violente. Und unser Widerstand ist kein bewaffneter Widerstand, kein gewaltsamer Widerstand, sondern ein Widerstand im Gebet und indem wir das Evangelium den Menschen mit Liebe und Weisheit verkünden, in Demut, wie Schadrach, Meschach und Abednego in Babylon. So ist das. Wahnsinn, Brüder und Schwestern. Wahnsinn. Zum Beispiel hat man in Babylon zu Daniel gesagt, er solle nicht beten in Richtung Jerusalem. Weil zu der Zeit hatte man das Gebot, dass man nicht beten dürfe, außer zum König. König Darius war der Zeitgenosse von Daniel. Und dieser feuerrote Drache arbeitete und arbeitet enorm. Wir müssen auch unserem eigenen Fleisch widerstehen
Unser Fleisch möchte uns seinen Willen aufzwingen. Wir sollen der Begierde widerstehen, den unreinen Gedanken widerstehen, der Entmutigung widerstehen. Alle diese Dinge, die der feuerrote Drache uns aufoktroyieren will. Denn dieser feuerrote Drache hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Und man sagt uns auch, dass er Diademe, Kronen hat. Diademe. Und wenn man mal auf das Wort Diadem klickt, donc ça veut dire que ce dragon là est aussi est un roi en même temps. Und dieser feuerrote Drache ist auch ein König. Alors un diadème, bande bleue marquée dans le Diadem ist eigentlich ein blaues Band, das die Babylonier, die Perser auf den Turban gaben. Auf die Tiara, ein Stirnreif, ein Zeichen der Königswürde. Im Offenbarung 12,3 steht also, er hat 7 Köpfe, 10 Hörner und aus seinen Köpfen 7 Diademe. Und im 12, Vers 18 Antichrist, Antimachia, steht, er stand im Offenbarung 13, Vers 1, da steht auch von den 10 Hörnern und 7 Köpfen und aus seinen Hörnern 10 Diademe. Da spricht man auch von einem König. Und unser Herr, Jehoshua, hat auch mehrere Diademe. Also dieser feuerrote Drache hat im Himmel die Diademe des Herrn gesehen. Und als er vertrieben wurde vom Himmel, hat er falsch imitiert. Er hat einfach den Herrn Jehoshua imitiert. Er ist der Teufel, er ist König seines Königreichs. Und bis das Königreich des Maschias kommt, das tausendjährige Reich, bis dahin ist das Reich Satans. Und im Reich Satans wird die Wahrheit verwischt, verleugnet, vertrieben. Und die wahren Christen werden vor der Entrückung und bis zur Entrückung mehr und mehr verfolgt, weil dieser feuerrote Drache wirklich zornig ist. Wir sollen uns also vorbereiten auf diese Endzeit, weil die Wahrheit ist verschwunden. Wir sollen nicht mehr Christengemeinden oder Kirchen suchen, sondern den Herrn suchen. Wir sollen den Leuten nicht Kirchen vorstellen, sondern den Herrn vorstellen. Wir sollen nicht großartig über Menschen sprechen, sondern über den Herrn. Und der Herr sagt, ihr werdet der Tribulation im Monde. Und der Herr selber sagt, in der Welt seid ihr im Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Und diese Christenverfolgung, die mehr und mehr in der Welt voranschreiten wird, wird auch Gelegenheit für den Herrn sein, damit er seine Gemeinde weiterhin reinigt und damit er Spreu vom Weizen trennt. Damit er aufdeckt, welche Leute falsche Sänger, falsche Gospelsänger, falsche Pastoren sind. Es wird immer mehr und mehr Skandale und Schocks in den Kirchen und Christengemeinden geben. Viele Dinge, die Menschen schockieren wird in den Kirchen. Denn diese Skandale, die man schon hört in Christengemeinden, sind die Konsequenz dieser Trunkenheit, dieses Betrunkenseins durch diese Frau, diese Prostituierte aus der Offenbarung 17.
Sie hat nämlich eine Mission, diese Frau. Und zwar, dass sie die Bewohner der Erde mit ihren falschen Doktrinen, ihren falschen Gesetzen, ihren falschen Lehren betrunken macht, indoktriniert. Seid also nicht schockiert, wenn ihr mehr und mehr im Christenmilieu von Skandalen hört. Quand vous voyez un pasteur quitter sa famille pour se mettre avec une autre dame, zum Beispiel ein Pastor, der seine Familie verlässt und mit einer anderen Dame abzieht. Das ist einfach nichts anderes als die Konsequenz des Betrunkenseins. Dieser Pastor selber hat den Wein der Prostituierten getrunken und diejenige, die Prostituierte, wird selbst von dem feuerroten Drachen diktiert. Deswegen müssen wir stark bleiben und den guten Kampf bis ans Ende kämpfen. Und diese Waffenrüstung aus Epheser 6, die braucht der Christ im Gebet, im Fasten und im Lesen, im täglichen Lesen des Evangeliums, des Wort des Herrn. Donc le Seigneur est en train de préparer son épouse, son peuple, et nous der Herr bereitet also seine Gemeinde, seine Braut vor. Der feuerrote Drache ist da. Rouge feu, ça c'est vraiment, c'est le feu de la persécution. Und wenn man sich nur mal dieses Wort Feuerrot ansieht, es handelt sich um das Feuer der Verfolgung. Und Rot ist auch das Bild des Blutes. Das Feuer der Verfolgung und das Blut des Todes. Und das Wort sagt uns, dass diese Hure betrunken ist vom Blut der Heiligen. Wenn man also das studiert und analysiert, das Wort, dann sieht man, dass man viel über diesen Drachen lernt. Und in Offenbarung 13 sieht man auch, sie beteten den Drachen an, der die Autorität dem Tier gab. Wir sehen uns mal Apokalypse, Offenbarung 13 an. Im Vers 2. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wir sehen also, dass dieser Drache ein König ist. Und dieses Tier, das wie ein Leopard, wie ein Panther aussah. Jetzt wird's heiß, Herr. Es ist Wahnsinn. Wow. Wow. Die Christen müssen sich organisieren, die Christen müssen sich selber vorbereiten. Ich suche gerade ein Bild, und möchte die Geschwister fragen, was sie darüber denken. Auf diesem Bild sieht man dieses Tier. Apparemment, c'est la bête de l'ONU, quelque chose. Und zwar ist das dieses Tier, diese Statue, die die UNO aufgestellt hat. In New York City. Letztes Mal hatten wir darüber gesprochen. Seigneur, sauve-nous. Herr, rette uns, Herr, rette uns. Hop. Zack. Voilà. C'est à l'ONU, hein? Und schaut mal vor dem UN-Hauptquartier. Voyez. Eine Statue. Donc là, la bête est positionnée carrément. Da sieht man tatsächlich, wie dieses Tier aufgestellt wurde. Wenn ihr Daniel Kapitel 7 lest, Daniel Kapitel 7,
Da werden genau diese Dinge beschrieben, die jetzt sich realisieren. Also die Heiligen Schriften sind wirklich glaubwürdig. Daniel 7. Daniel 7. En l'an 1 de Belshazzar, im ersten Jahr Belshazzars, des Königs von Babel, sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum auf, die Summe der Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen auf dem Meer herauf, jedes verschieden vom anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Mhm. Also genau so sieht diese Statue auch aus. Und ich sah hin, heißt es weiter, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen und man sprach zu ihm so, steh auf, friss viel Fleisch. Ja, wir sind heute in einer Zeit, in der man viel Fleisch frisst und der es viele Tote gibt. Vers 6. Nach diesem schaute ich und siehe ein anderes wie ein Leopard. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Vers 7. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Und es hatte 10 Hörner. Hier sind sie wieder, die 10 Hörner. Das ist Wahnsinn. Et on nous dit au verset 23, il parla ainsi. Und im Vers 23 steht geschrieben, er sprach so, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich 10 Könige erheben und ein anderer wird sich nach ihnen erheben und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird 3 Könige erniedrigen. Wir sind in dieser Zeit. Als Daniel diese Vision hatte, können wir lesen im Vers 15, mir, Daniel, wurde mein Geist tief in meinem Innern bekümmert und die Gesichter meines Hauptes erschreckten mich. Wir sehen hier, dass Daniel selbst sehr erschrak über seine Vision. Und im Vers 17, diese großen Tiere, es sind 4 Könige, werden sich von der Erde her erheben. Vers 19, daraufhin wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war, außergewöhnlich schreckenerregend, dessen Zähne aus Eisen und dessen Klauen aus Bronze waren, das fraß, zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat. Und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 andere Hörner ausfiel. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redete und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Und ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Hier sehen wir also wieder diesen feuerroten Drachen, der gegen die Heiligen Krieg führt. Er benutzt die Religiösen, die alle diejenigen, die diesen Wein der Unzucht dieser Frau getrunken haben, dieses religiöse, dieses weltliche System, das der Drache eingerichtet hat. Herr, fortement s'attacher au Seigneur.
Wir müssen uns wirklich an den Herrn halten. Diese zehn Hörner zum Beispiel, die bedeuten ja die zehn mächtigsten Nationen der Erde, die zehn mächtigsten Länder, ökonomisch, militärisch. Das sind diese zehn Könige. Und die arbeiten im Hintergrund mit dem Bösen, mit dem Gesetzlosen. L'heure est bien sûr à la prière et à la relation avec le Seigneur. Und es ist Zeit zu beten, Zeit in persönliche Verbindung mit dem Herrn zu treten. Und wenn man in Apokalypsis, in der Offenbarung schaut, wenn wir das sehen, dieses Tier, dieses Tier, diese Statue, die UN-Statue mit dem Leoparden, die Beine wie der Bär, diese Flügel, dieses Maul des Löwen, dann sieht man, dass wir jetzt schon mittendrin sind in diesem bösen Reich. Deswegen sagt die Bibel, ihr seid zwar in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Ja, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Wir wissen zwar nicht genau, an welchem Tag der Herr wiederkommt, aber wir glauben fest, dass er wiederkommt. Denn es gibt Zeichen der Zeit, es gibt Zeichen, die uns bezeugen, dass der Herr nicht mehr weit ist. Es gibt auch Zeichen, die besagen, dass der Herr nicht mehr da ist, und zwar in den Kirchengebäuden. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs? Was sollen wir also tun? Wir sollen einfach das Zeugnis Jehoschuas bewahren. Wenn wir dieses Zeugnis bewahren, werden wir abgelehnt, werden wir verfolgt. Aber wir müssen wissen, was wir wollen. Wollen wir den Himmel oder wollen wir die Hölle? Ich persönlich, ich möchte nicht die Hände sinken lassen. Ich will nicht die Wahrheit verlassen. Und zwar wegen Menschen. Der Herr hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt keinen anderen Weg außer Jesus Christus. Brüder, Schwestern, der Herr behüte uns, behüte euch, seid ermutigt, seid gestärkt. Oh Herr. Herr, sei gelobt. Auf den Chat möchte jemand eine Bibel haben. Wenn jemand von euch nach Kamerun fliegt, dann bitte eine Bibel mitnehmen. Wir möchten in Kamerun, in Douala, jedem Ehepaar ein Exemplar geben, kostenlos. Seid gestärkt im Namen Jehoshuas, unseres Herrn. Viele Gemeinden, die diesen Wein der Trunkenheit, der Unzucht trinken, viele sogenannte christliche Sänger, Musikgruppen, wir sehen die Tatsachen vor Augen, die Leute verstecken sich nicht mehr mit ihren Bosheiten. Ein Bruder im Chat schreibt, er schreibt, danke Bruder, aber ihr sollt nicht mir danken. Ich bin nur ein Instrument. Man dankt nicht der Gitarre, sondern man dankt dem Gitarrenspieler. Und der Gitarrenspieler ist der Herr selber. Eine andere Person im Chat fragt, existiert also der Drache wirklich? Ja, natürlich, den gibt's. Sicher. Sicher. C'est le monde dans les bâtiments d'église, dans les assemblées. Hein. C'est clair. Le dragon là, il règne dans la majorité. Das ist die Welt innerhalb der Kirchengebäude. Der Drache regiert in diesen Gebäuden. Er hat sein Königreich
in den Christengemeinden aufgebaut. Es gibt einen Bruder hier, der möchte gerne eine Bibel haben. Wenn du hier in Paris bist, dann komm einfach vorbei bei uns, dann erhältst du deine Bibel. Der Herr bewahre uns im Namen Jehoshua. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je pense qu'on a fini. Seid ermutigt, seid gestärkt. Ich glaube, wir sind für donc, heute fertig. Der Herr lebt. Ce qu'il faudrait retenir ce soir, was wir uns heute merken sollen, ist folgendes: Der Drache führt Krieg, und zwar gegen die wirklich Gläubigen. Diejenigen, die die Gebote des Herrn halten, die das Zeugnis Jehoshuas bewahren. Wenn ihr also gefallen seid, wenn ihr verwundet seid als Soldaten in diesem Krieg, steht wieder auf, bleibt nicht am Boden liegen, bleibt nicht unten, steht auf, Krieger, steht auf, Soldaten, kämpft den guten Kampf, den Kampf des Glaubens für den Herrn. Denn dieser Krieg, der gegen uns geführt wird, ist nur, um unseren Glauben zu zerstören. Wir sollen also unsere Sünden bekennen. Wir sollen unsere Sünden lassen, aufgeben. Wir sollen einfach in der Einfachheit zu Papa im Himmel zurückkehren. Alles, was du als Kämpfe hast, mein Freund, auf der Erde, wenn du trotzdem die Wahrheit verteidigst, wird der Herr dich krönen am Ende. Und dieser Hass, den du spürst gegen dich, hat nur dieses Ziel, dass dein Glaube zerstört wird. Deswegen bewahre den Glauben. Bewahre den Glauben im Namen Jehoshua. Wirklich, komm zum Herrn zurück, in der Einfachheit, in der Liebe. Tun wir Buße, kehren wir um von allem Bösen, von allen Sünden, geben wir alles auf, was den Herrn nicht verherrlicht. Kommen wir zum Kreuz, geben wir unseren Götzendienst auf, kommen wir zum Herrn zurück, im Namen Jehoshua. Der Herr sei gelobt, verherrlicht, im Namen Jehoshua, unseres Adon.